Die Themen heute: Verkehrsnetz Bayern. Bedarf an Investitionen steigt. Und Ferien mal anders. Schülerinnen in Oberfranken lernen technische Berufe kennen. Immer mehr Menschen nutzen Bayerns Verkehrswege. Auch die Zahl an Gütertransporten steigt und steigt. Doch wie sieht es mit Investitionen in die Infrastruktur aus? Experten aus Politik und Wirtschaft sind sich bei einem Kongress in München einig. Deutlich mehr Geld sollte für das Verkehrsnetz ausgegeben werden. Der Bund stellt im Jahr rund 10 Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen in Deutschland bereit. In der nächsten Periode muss es weitergehen und dazu brauchen wir Minimum 2 Milliarden mehr. Wir haben einen riesen Erhaltungsbedarf. Man sieht es ja auch an den Hitzeschäden beispielsweise. Wir müssen sanieren, das Bestandsnetz sanieren. Aber natürlich weiß ich, dass viele Abgeordnete, viele in den Regionen Ortsumfahrungen fordern, neue Schienenstrecken und vieles mehr. Das Bayerische Chemiedreieck braucht dringend den zweigleisig elektrifizierten Anschluss aus München. Dort werden jedes Jahr Investitionsentscheidungen in Größenordnungen im vergangenen Jahr, wenn ich es richtig weiß, in Höhe von 1 Milliarde Euro getätigt. Und die Bayerische Chemie wird sich gegebenenfalls auch anders entscheiden, wenn die Infrastruktur eben nicht endlich ertüchtigt wird. Insofern gibt es da sehr hohen Handlungsdruck. Wer Verkehrswege verbessert, macht nicht nur Menschen mobiler, sondern sichert und schafft auch Arbeitsplätze. Davon sind die Teilnehmer der Podiumsdiskussion überzeugt. Vertreter der bayerischen Wirtschaft errechneten einen Investitionsbedarf in Deutschland von mindestens 14 Milliarden Euro pro Jahr. Es kann nicht genug Geld in die Infrastruktur fließen. Natürlich haben wir allein bei der Straße eine Unterdeckung von 7 Milliarden Euro für die nächsten 5 bis 10 Jahre und dazu auch noch der Erhalt. Das heißt, die Zahl irgendwas zwischen 2 Milliarden und 4 Milliarden wird wohl real sein. Doch wo soll das Geld herkommen für deutlich mehr Investitionen in das Verkehrsnetz? Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft empfiehlt, auch neue Finanzierungswege in Betracht zu ziehen. Dazu zählen privatwirtschaftliche Modelle und auch eine Pkw-Maut. Ihr Schulabschluss ist im Schnitt besser als der von Jungs. Doch für technische Berufe sind nur wenige Mädchen zu begeistern. Und das, obwohl es dort beste Karrierechancen gibt. Im Ferienangebot Mädchen für Technik-Camps bei Brose Fahrzeugteile in Coburg lernen Schülerinnen eine Woche lang die Welt der Technik näher kennen. Sie arbeiten an Projekten in den Ausbildungsbereichen technisches Produktdesign, Mechatronik und Metallbearbeitung. Das ist eigentlich ganz interessant, da lernt man mit den Bohrmaschinen umzugehen und das muss man jetzt auch einen Schlüsselanhänger machen und da muss man feilen, sägen. Ich werde jetzt auch überlegen, ob ich vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium in diese Richtung machen werde. Ich würde vielleicht technische Produktdesignerin werden, weil das macht mir sehr viel Spaß, am Computer zu arbeiten. Noch haben die Schülerinnen Zeit, um sich für einen Ausbildungsberuf zu entscheiden. Doch Schnupperaktionen wie das Feriencamp hält Brose für sehr wichtig, denn der Bedarf an Fachkräften steigt. Der Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie würde gerne noch mehr junge Frauen in technischen Berufen ausbilden. Der Frauenanteil im gewerblich-technischen Bereich des Unternehmens liegt bei 25%. Wir brauchen weiblichen Nachwuchs in unseren technischen Ausbildungsberufen, aber natürlich auch in dualen Studiengängen wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen. Und ich fange relativ frühzeitig an. Warum? Im Alter so um die 12 bis 14 können wir die doch noch sehr gut begeistern und dann auch Interesse wecken, vielleicht an technischen Vorgängen, an Konstruktion, an wie stelle ich denn etwas Technisches her, wie gehe ich mit Materialien um. Und das wollen wir hier erlebbar machen. Das Feriencamp bei Brose bietet zudem die Gelegenheit, Coburg und Umland zu erkunden. Denn auch für das Freizeitprogramm ist gesorgt.